Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen oder weiteren Folge Einfach mal zocken. Heute Episode 31 mit The Witcher 2 Assassins of Kings. Wir haben ja in der letzten Folge Einfach mal zocken Witcher 1 gehabt und ich dachte mir, ich spiele jetzt einfach mal alle drei Teile hintereinander, also in dieser Folge Teil 2. So, wir spielen ein neues Spiel. Ich werde nicht das Tutorial spielen. Weil wir wollen ja so ein bisschen gucken, wie das Spiel ist, ne? Von daher lege ich hier auf normal gleich mal los. Schauen uns das Intro an, da wünsche ich euch schon mal viel Spaß. Ja, wünsche ich dir auch. Hi. Ihr Sechsen, kommt zu Papi. Kacke! Ha, 20 Urin für den Opa. Guck mal, er ist aufgewacht. Du Irrer, geh da nicht rein. Ach, Klappe, der ist doch gefesselt. Er tut schon nichts. Oder, Meister Geralt? Oh. Würfel nochmal. Wieso? Die Würfel haben sich nicht bewegt. Ach, ich bescheiße. Nimm das zurück. Guck, er ist aufgewacht. Monsterjäger. Man sehe und staune. Ein gewöhnlicher Drecksack. Es heißt, Hexer hätte man als Waisen in Hinterhöfe eingesammelt. Und dann mit ihnen rumexperimentiert. Und zur Sonnenwende treiben sie es mit den Hexen. Darum auch dieser teuflische Blick? Genug. Losbinden und ins Vernehmungszimmer bringen. Dachte, du wärst tot. Ich bin nicht so leicht zu töten. Den Kniffel streichen, naja. Man hat uns noch nicht vorgestellt. Vernon Roche. So, da haben wir die erste Antwortmöglichkeit und ich bin tatsächlich geneigt, die zweite zu wählen hier, ne?
Machen wir einfach mal. Fick dich. Wie schroff. Nach all unseren Abenteuern. Damals standen wir auf derselben Seite. Heute sitzen wir uns gegenüber. Das könntest du ändern. Soll ich mich auf deinen Schoß setzen? Wes! Mach ihn los! Er stellt sich hier vor, aber wir haben schon so viele Abenteuer erlebt. Erzähl mir alles, die ganze Erstürmung, was in der Einsiedelei passiert ist. Und wenn ich mich weigere? Dann klopfe ich dich weich. Ich mache meine Arbeit schon lange und bin sehr gut darin. Du als Hexer verträgst ja einiges. Verlass dich drauf. Im Zweifel landest du eben wieder in der Zelle. Und morgen kastrieren sie dich öffentlich, häuten dich und knüpfen dich auf. So einfach. Weswegen denn? Für Temerien. Zu viel der Ehre. Wo darf ich anfangen? Es war ein langer Tag. Erzähl mir das Wichtigste. Ja, ich habe jetzt hier drei Möglichkeiten zur Auswahl und die erzählen die Vorgeschichte im Grunde. Wobei das hier auch zeitlich sortiert ist, ne? Also das ist der erste Teil, das ist der mittlere Teil dann und hier der letzte Teil, bevor ich hier in den Kerker gewandert bin. Ist jetzt die Frage, ne? Ich habe eine Stunde angesetzt für die Folge. Ich glaube, wenn wir hier alle drei Optionen durchspielen, dann ist die Stunde auch schon fast rum und ich kann da gar nicht groß weiter noch was zeigen. Naja, wir machen das mal. Dass das klar ist. Ich war der Letzte, der diese Schlacht wollte. Aber zu Foltest sagt man nicht nein. Hexer, bist du wach? Seine Majestät, der König von Temerien, Ponta, Mahakam und Sodden, oberster Protektor von Brugge, befiehlt Meister Geralt, bei ihm zu erscheinen. Sag ihm, ich werde gleich da sein. Ich bedauere, an einem so schönen Morgen zu stören, aber der König... Wir haben es gehört. Schönen Tag noch, Herrin. Hexer? Was für ein Lustmolch. Idiotischer Krieg. Der Morgen hätte so schön sein können. Ein Krieg kann doch nicht idiotisch sein, wenn dein König ihn führt. Ja, gescheite Kriege gibt es nicht. Gescheite Kriege gibt es nicht, Triss. Vielleicht weißt du, was ich unserem wollüstigen Monarchen raten soll. Keine Schürzen jagen, keine Bankerte zeugen und keine Kriege vom Zaun brechen. Genial. Ist dir klar, dass diese Bankerte einst nach dem Thron greifen könnten? Dann gibt es einen noch größeren und dümmeren Krieg. Was nichts daran ändert, dass... Ich weiß. Foltest und die übrigen sind nicht der Inbegriff von Intelligenz und Manieren. Aber Könige, bessere haben wir nun mal nicht. Deswegen beschütze ich Foltest, wenn es sein muss. Aber wenn die Burg fällt, gehen wir. Hast du wieder von der wilden Jagd geträumt? Mhm. Ich glaube, der Traum ist wichtig. Wie ich atemlos durch den Wald stürze und die wilde Jagd. Das sind meine letzten Erinnerungen. Ich erwache und untersuche den Traum sofort auf Anhaltspunkte, auf Hinweise, irgendwas, was mein Gedächtnis zurückbringt. Träume können sehr mächtig sein. Manche sagen, sie könnten sogar die Wirklichkeit formen. Die Leute behaupten alles Mögliche,
Leider vor allem Unsinn. Wir werden es erfahren, ich bin sicher. Ein Späher schwört übrigens Stein und Bein, am Fluss einen Drachen gesehen zu haben. Er will auf einen Vortrupp der Skoyatel gestoßen sein, der ihm fast das Licht ausgeblasen hätte. Aber dann sei ein Drache herangeflogen, sodass die Elfen sich zu Boden warfen und den Späher türmen ließen. Ein Drache mitten in der zivilisierten Welt? Geralt. Außerdem jagen Hexer doch keine Drachen. Oder hat sich das geändert? Nein. Und du hast recht, hier gibt es wohl kaum echte Drachen. Vielleicht war es ein Gabelschwanz oder ein Schleimling, ein ausgewachsener Wyvern. An der Geschichte stimmt wohl nur, dass der Späher den Elfen entkommen ist. Wie war denn die Sektion dieses verhinderten Königsmörders? Fürchterlich. Seit du ihn getötet hast, ist schon über ein Monat vergangen. Die Leute des Königs wollten die Sektion allein durchführen. Ein Haufen von Laien. Was sie da herangekarrt hatten, konnte man schwerlich einen Leichnam nennen. Der König traut niemandem. Konntest du etwas erfahren? Das Alter konnte ich nicht mehr feststellen, aber vermutlich hat er im Dunkeln so gut gesehen wie du. Er hatte Katzenpupillen. Du meinst, dieser Mörder, der sich an sämtlichen Wachen vorbeigestohlen hat und um ein Haar den König und mich umgebracht hätte, war ein Hexer? Ich teile dir nur die Ergebnisse der Sektion mit. Ich habe diese pikante Neuigkeit für mich behalten und werde das auch weiterhin tun. Mir ist schon klar, was sie für dich bedeuten kann. Jetzt magst du sein Beschützer und königlicher Hexer sein, aber Herrengunst, Nebeldunst. So, Zeit zu gehen. Es ist Zeit, sich mit diesem Lüstling von einem König und seinem idiotischen Krieg zu befassen. Ich komme später zu euch. Alles klar. Dann werden wir mal. Willkommen im Prolog von The Witcher 2. Dieser Abschnitt des Spiels macht dich mit der Ich hätte es gern vorgelesen. Schön, dich zu sehen. Sei gegrüßt, Hexer! Dein Schwert ist heute gewiss von Nutzen. Wird Foltest die Belagerung nun beenden? Heute stürmen wir, heißt es. Wird auch Zeit. Ich sitze lieber am Lagerfeuer, als meinen Hals zu riskieren. Du solltest dich doch tummeln und herausfinden, wer Foltest töten wollte. Ich hab ja auch schon ordentlich die Fühler ausgestreckt. Und? Die Sache ist knifflig. Du kennst angeblich Leute, die dir helfen können. Ich kann dich zu jedem Beutelschneider Temeriens führen. Aber der Attentäter war nicht von hier. Bist du sicher? So sicher, wie ich dich vor mir sehe. Auftrag erledigt. Du hast die Gorgo getötet? Donnerwetter. Und? War es schwer? Übliche Hexerarbeit. Du bekommst deinen Lohn, sobald wir mit diesen Lavalettes fertig sind. Du sollst es nicht bereuen. Sofort wäre mir lieber. Ein Soldat im Krieg ist nicht die sicherste Rücklage. Während deine Juwelen immerhin von Unterhosen. Oh, sieh mal da, Kleiner. Ein Hexer. Geralt von Riva dürfte Ahnung von Amuletten haben. Herr Hexer, eine Frage, wenn es recht ist. Kennen wir uns? Erkennst du deine alten Kumpel nicht mehr? Wir sind die Haudegen von Grinfried. Ich habe das Gedächtnis verloren. Ha! Genau wie Bohold. Nach der Jagd auf den goldenen Drachen ist er gestolpert und hat sich den Kopf an einem Felsen angehauen. In der Schlacht ist er immer noch ein Tier. Aber sonst macht er nicht mehr viel außer Fressen und Scheißen. Nicht mal auf Frauen ist er noch scharf. Ich bezweifle, dass das eine Amnesie ist. Ich bin Häcksler. Den hier nennen sie Neuntöter. Und das da ist unser Kleiner. Der geht bei uns in die Lehre sozusagen. War nicht viel mit Monstern in letzter Zeit. Da haben wir uns eben gemeldet. Und jetzt steckt der Kleine in dieser Wette. Hilfst du uns um der alten Zeiten willen? Ich meine, klar waren wir alle ein bisschen ruppig. Aber wozu über vergossene Milch weinen? So sehe ich's. Wir hätten dich und die Zauberin befreit. Bohold hat nur Witze gemacht mit dem Gequatsche von Vergewaltigung und so. Vergewaltigung? Was für eine Vergewaltigung? Halt den Rand, Neuntöter! Der Hexer weiß es nicht mehr. Wozu ihn großartig erinnern? Wir sind alte Bekannte und gut.
Ihr wolltet einen Bekannten vergewaltigen? Nur die Zauberin. Du wolltest den Drachen töten, die Zauberin wollte ihn töten, die Bauern auch, jeder wollte es. Aber nur einer konnte den Preis heimtragen. So gab es Streitereien, bisschen Dresche, ein Riesentheater eigentlich. Wir haben euch verschnürt, also die Zauberin und dich, und sind dem Drachen nach. Aber der hat uns windelweich geklopft. Ein halbes Jahr haben wir uns die Wunden geleckt. Ihr konntet euch jedenfalls irgendwie befreien. Wer war diese Zauberin? Sie hatte rabenschwarzes Haar. Neuntöter, weißt du noch, wie sie hieß? Konifere, so ähnlich. Also, Hexer, hilfst du deinen alten Bekannten? Was für Kummer habt ihr denn? Es geht um Leben und Tod. Und ein bisschen Zaster für wahr. Der Kleine hat mit einem Ritter gewettet, dass er den ersten Angriff auch in Hemd und Hose überlebt. Ja, wir hatten ein bisschen getrunken, ich geb's ja zu. Aber Wette ist Wette. Es geht um unsere Ehre. Soldatenehre gegen Ritterehre? Ah ja. Du hast es erfasst, Hexer. Wir sind gleich am Anfang dran. Das wird nicht hübsch. Der Kleine ist tapfer, aber mit Tapferkeit allein überlebt er nicht. Jedenfalls ist uns dieses Amulett in die Finger gefallen. Vielleicht kann ihn das beschützen. Mag ich dann wohl. Kannst du nicht mal einen Expertenblick darauf werfen? Du kennst dich doch aus mit Zauberei und so. Zeig mal her. Kaktus? Ein Wolfsmedaillon. Es hat geruckt. Reagiert auf Magie. Also, ist es wahr, was der Priester gesagt hat? Hörst du, Kleiner? Du bist gerettet. Den Ritter nehmen wir aus. Woher habt ihr das? Woher habt ihr diesen Talisman? Sagen wir, er fiel uns zu. Wir sind auf Patrouille, nicht wahr? Und rennen ein paar Novizenpriesterinnen in die Arme, die da vor einem Schrein beten. Alle freundlich, alle am Lächeln. Wir wollten sie eine Runde bespringen. Oh, aber... Klappe! Bohold hatte einen seltenen, klaren Moment, plünderte den Schrein und fand das Amulett. Man weiß nicht recht, was in seinem Oberstübchen vor sich geht, aber hin und wieder ist er doch noch der Alte. Oh ja, er haut sie immer noch mit einem Streich ins Haar. Jedenfalls haben wir uns das Amulett gegriffen und sind dann dem übrigen Patrouillenzug nach. Und dann, mein Lieber, erst rennen wir in ein paar Eichhörnchen von der bösen Sorte, die Luft voller Pfeile, aber wir bleiben unversehrt. Und kaum drei Eichhörnchen stehen noch, als plötzlich ein Drache heranpfeift, die Elfen auf die Knie fallen und ihr alle Fersengeld geben. Das Amulett ist garantiert magisch. Obwohl es den Schrein ja nicht vor eurer Patrouille geschützt hat. Auch wahr. Also, wir wissen nicht, was wir davon halten sollen. Da ist eindeutig Magie in dem Ding. Aber dass es deswegen Schwerter oder Pfeile abhält, bezweifle ich. Kacke, ich hab's gewusst. Du Spaten, ich hab's dir gesagt. Ehre und mein Arsch. Schall dich ein, Kleiner. Du ziehst traditionell in die Schlacht. Sei's drum. Und ich hätte den Edlen so gerne arm gemacht. Verfluchte Schande. Wenn alles gut geht, okay. Ich weiß nicht, ob es hier sonst noch irgendwas zu sehen gibt. Hoffentlich näht er ihm nicht den Schwanz auf die Stirn. Oh, haben die super denken. Mehl ist aus. Sieh lieber aus, fremder Scheiß, als auf meinen eigenen Bewerbungen. Gegenstände verwenden. Willst du einen interaktiven Gegenstand verwenden? Stell dich davor und drücke die entsprechende Taste. Okay. Diese Trivoker hauen ja ganz schön dazwischen. Die da oben auf den Mauern scheißen sich vor Angst in die Hosen. Suchst du den König? Er wartet beim Turm. Hier kannst du nicht rein. Was machst du hier, Mann? Eine Besichtigung? Der Sturm hat begonnen. Der König erwartet dich am Belagerungsort. Das Fußvolk könnt ihr niedermachen. Was für ein Tag für eine Schlacht. Sei unbesorgt, Gesandter. Wir sind hier nicht in Reichweite der Schützen. Ganz offen, Majestät, ich bin eher ein Mann des Wortgefechts mit Zunge und Feder. Ich als Friedensbote... Potzblitz, du? Abgesandter der weißen Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt? Des Kaisers von Nilfgaard, der über ein Dutzend freier Königreiche blutig erobert hat? Um ihnen Recht und Ruhe und vor allem Frieden zu machen.
Verräter des Königreiches machen schon den Teer in den Töpfen heiß und du schwatzt mit der königlichen Ratgeberin. Wie kann ich euch helfen, Majestät? Wir stürmen. Da will ich dich bei mir haben. Folgt mir, ihr Herren. Wir wollen unsere Verräter nicht warten lassen. Sir, Sie sagten, wir wären außer Reichweite. Das war eine Balliste, Gesandter. Wurf ab mit Ärzten, Federplatten und Rosshaarsehnen. Sie kann schwere Geschosse 2000 Schritt weit schleudern. Eine tödliche und sehr wertvolle Waffe. Erfahrene Besatzungen schaffen 2 Schuss pro Minute. Aber das Ding hat eine Schwäche. Majestät, begibt euch in Deckung. Der Wurfarm erzeugt einen solch gewaltigen Rückstoß, dass er die Balliste verschiebt. Man kann nicht zweimal dieselbe Stelle treffen. Euer Majestät, verstehen Sie auf militärische Ingenieurskunst? Oh nein. Ich schenkte die Balliste vor 2 Jahren der Baronin. Zum Geburtstag. Majestät. Was hältst du von Leuten, die derartige Wunden überleben, Gesandter? Was halten Majestät von Soldaten, die solche Wunden schlagen? Von denen, die das taten, lebt keiner mehr. Oh Mann. Meister Geralt, ich würde gern ein Wort wechseln, sobald der Schlachtenlärm verhallt ist. Verzeih, Exzellenz, aber ich will den Königshof so rasch wie möglich wechseln. Darf man fragen, warum? Man hält mich für jemanden, der ich nicht bin. Wie nennt man dich, Soldat? Warte. Du warst doch mit mir vor Brenna und im Ponta-Feldzug. Norman Sato. Immer noch Schütze? Ja, Sir. Das Schicksal ist nicht mein Freund. Norman Sato. Für deine langjährigen Dienste für die Krone ernenne ich dich zum Zehnschaftsführer der Schütze. Weiter, ihr Herren. Keine Zeit zu trödeln. Okay. Wir sollen jetzt die Balliste benutzen. Verzeiht meine kühne Frage, Majestät, aber ich bin gezwungen, sie zu stellen. Welches Schicksal harrt der königlichen Bankerte, wenn... Das sind keine Bankerte, das sind meine Kinder. Höre ich noch einmal das Wort Bankert, gibt es ein Unglück. Eure Vergebung, allergnädigster Herr, aber das Erbrecht ist da außerordentlich präzise. Erbrecht, Erbrecht, das kann mir mal durch die Kimme rutschen. Einfach. Kommt ja nicht in Frage, dass eine Bande aufmüpfiger Barone meine Kinder als Standarten benutzt. Euer Majestät haben ja vollkommen recht. Was Ada für ein Speichellecker. Ich habe keine anderen Kinder. Ich verstehe. Diese Unterredung ist beendet, Gesandter. Kehr in dein Zelt zurück. Arzaden vor der Schlacht im Feld. So weit ist es schon gekommen. Sack an M hier schicken. Aber Triss Merigold hat mir geraten, höflich und geduldig zu sein. Das war ich doch. Naja. Nicht allzu sehr. Seine Exzellenz troff vor Angst, Schweiß. Aber das bleibt unter uns. Ha. Dein Humor ist noch da, wie ich sehe. Gibt es was Neues über den verhinderten Mörder? Also ich weiß nicht, was Bankkarte bedeutet, ja. Ist das so eine Art... Alternativbegriff für Bastard? Keine Ahnung. Noch nie gehört. Triss hat ihn seziert. Er könnte ein Hexer gewesen sein. Ein Hexer? Was habe ich diesem verdammten Hexer denn bloß getan? Was weißt du sonst noch darüber? Okay. Er trug kein Gildenzeichen, aber das muss nichts besagen. Viele an deiner Stelle hätten diese Entdeckung verschwiegen. Triss soll mir nach der Schlacht... Jetzt kümmern wir uns um die Verbindung. Wohin schießt ihr denn, ihr Trottel? Soldat, ein Fernrohr! Was ist denn da los? Oje, Graf Edgeberry. Hier, Hexer. Zielt auf den mit dem roten Helmbusch. Auch vor knapp 6 Monaten schwor er mir ewige Treue. Komm schon! Wie viel höher? So, mal gucken, ob wir den treffen können. Drei Grad. Ja! Nein. Oh.
Haben wir ihn erwischt? Weggeduckt. Verdammt! Den greifen wir uns auf der Mauer. Mir nach, Hexer! Ich hab den sonst immer erwischt. Ja. Der Pfeil ging dann immer in die Mauer direkt vor ihm und hat den mit runtergerissen. Weiter, Hexer! Wir steigen ganz hinauf! Weißt du, Hexer, ich würde Luisa verzeihen, wenn sie vor ihrem König niederkniet. Sehr großmütig. Du spottest. Einerlei. Ich bin sicher, dass Luisa ihren Fehler einsieht. Und außerdem brauchen die Kinder ihre Mutter. Ich kann nicht ganz folgen. Ach, Hex, das ist doch ganz einfach. Luisa und ich hatten nur eine Kinder. Sie wollte Dinge von mir, die ich ihr nicht geben konnte. Verstehst du? Weiter, Hexer! Wir steigen ganz hinauf! Vermutlich. Gleich kamen Leute ja. Ey, du so einfühlsam. Steckt hier, der böse König wolle ihr die Kinder nehmen. Sie könnten sie schützen, vielleicht auf den Thron setzen. Die Baronin ließ sich beschwatzen. Jede Mutter täte das. Natürlich ging es den vor allem, was für eine Menge Holz man hier verarbeitet hat, ja. Doch mir fehlt ein Weiberschoß. Tauch ich dort den Pinsel ein, kann ich endlich fröhlich sein. Wenigstens ist die Moral der Truppe gut. Trockenbrot und hartes Lager, wenig Schnaps, der soll zu. Oha. Gruß euch, Soldaten! Heil euch, König! Verdammt und eins, wohin ziehen wir? In den Kampf! Verdammt und eins, wofür kämpfen wir? Für den Sieg! Verdammt richtig, los! Hua! Achtung, wir sind fast da! Alle Mann an die Waffen! Ich glaube, hier endet das jetzt, ne? Jetzt müsste ich ja gleich wieder bei der Befragung sein, ja. Dieser Turm war eine miserable Idee. Er sollte die Moral der Aufständischen brechen. Diese Adelsfuzzis kamen her, um ein bisschen auf den Mauern zu wandeln. Sterben durften die Soldaten für sie. Elendig, im Straßendreck unter ihnen. Wenn mich der Dienst in der Armee irgendwas gelehrt hat, dann das. Ob Schlacht oder Ball, die Edelgeborenen haben die vornehmsten Plätze und die besten Kleider. Doch Schluss mit dem Geplänkel, Hexer. Fahr fort. Zuerst lief alles glatt. Dann stießen wir auf Arjan Lavalette. Endlich. Zu der Insel in der Mitte. Ein guter Tag zum Töten, Eure Majestät. Mir nach, meine Herren. Für Temerien. Lord Swan, eure Leute kommen mit mir. Wir müssen Arjan Lavalette schnappen und so die Moral der Verteidiger brechen. Zu Befehl. Geralt, meine Herren, mir nach. Die Ehre ruft. Oh.
zurück, verdammt! Ich verbiete euch zu sterben, verstanden? Die Schweinehunde sind gut postiert. Wenn es so weitergeht, knallen die uns wie die Enten ab. Hast du eine Idee? Die Balliste wird das Problem lösen. Besiege die Bewacher der Balliste und mache das Gerät schussbereit. Naja, aber irgendwann würden denen doch da oben auch mal die Pfeile ausgehen, oder? So, gut. Ich schätze mal, ich muss trotzdem hier lang. Drücke Q, um das... Ah, okay. Also das Kampfsystem hier gefällt mir schon wesentlich besser als aus Teil 1. Also, als das aus Teil 1. Okay. Oh, au, ha. Ach, die Schande. Ich glaube, das überlebe ich nicht. Ich bin ja fast tot. Kein Schritt zurückweichen! Nein! Oh. Ich hätte vielleicht das Tutorial spielen sollen. Ich weiß jetzt nicht, welche Taste fürs Menü war. Aktuellen Spielstand laden, ja. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht nochmal zu viel erneut spielen. Wir können das ja hier mal überspringen. Okay. So, da sind wir wieder an der gleichen Stelle. Nanu? Ja, keine Ahnung. Passiert nichts mehr. Es gibt's doch jetzt hier nicht, oder? Ein guter Tag zum... Mir nach, meine Herren! Lord Swan, zu Befehl! Geralt, meine... Zieht euch zurück, verdammt! Nicht die Schweine... So. Wenn es so weit...
Die Balliste wird das Problem lösen. Alles klar, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtiger sein hier. Nicht alle mit einmal. Alter. Was? Boah. So, ich habe keine Ahnung, wie ich hier... Wie komme ich denn... Ich muss doch hier auch irgendwo ins Inventar kommen. Okay, meine Leben regenerieren sich auch so langsam. Ich verstehe immer, also das kann ich jetzt hier auch nicht sagen. So, es läuft diesmal ein bisschen besser. Ich werde hier mit dem Schild mal weglocken. Oha. Ja, genau, genau. So nervig, wenn die sich ständig mit dem Schild schützen. So, da ist noch einer. Ja, schon klar. Aber... Das ist trotzdem nervig. So, waren das alle? Nicht, dass mich hier gleich noch einer von hinten angreift. Ah, okay. Schnell auf die Maustaste hämmern. So, und jetzt zielen oder macht er... Oh, nee. Nein. Ah.
nett. Was denn, schon wieder spannend? Habe ich doch eben schon gemacht. Nö, wo kommen die denn alle her? Tja, Schild oder Ritter? Beide nicht angenehm. Der schafft mich noch. So, nu? Ich will gar nicht wissen, wo die alle herkommen. Okay, also die Kämpfe sind schon geil. Oh, da liegt Kohle. Vielleicht sollte ich auch mal speichern, ne? Komme.
Ach so. Ah, ich will immer Space drücken zum Springen. Immer nicht zurück. Das ist man von Titan Quest noch so gewohnt. Falle. Lasst ab! Oder ihr sterbt wie die tollwütigen Hunde, die ihr seid! Arian Lavalette, das wird keine leichte Aufgabe. Ergib dich, Arian! Deine Ehre bleibt unberührt! Ach, fick dich selbst, König! Spickt sie mit Pfeilen! Los, Männer! Für Temerien! Ihre Deckung ist nicht übel. Hast du eine bessere Idee? Ich versuche hinüberzukommen. Wenn die Schützen mir Deckung geben, kann ich es schaffen. Das ist der Sohn von Luisa und dem alten Baron, der Erbe dieser Ländereien. Ungestüm und ein guter Schwertkämpfer. Sieh dich vor. Ich versuche es mit Vernunft und Argumenten. Ja. Gib dem Hexer Deckung! Level aufgestiegen, okay. Ey, au. Oh. Ah!
Ach komm. Das kann ich auch später machen. Mir fällt jetzt erst auf, wie schön die Umgebung hier aussieht, ne? Ach so, hier. Der berühmte Geralt von Riva. Du bist aber tief gesunken, Hexer. Angeblich gehörst du zu den besten Fechtern des Nordens. Lass doch mal sehen. Schluss mit diesem Schlachtfest. Ergib dich und Foltest wird dich ehrenhaft behandeln. Wer garantiert mir, dass er uns nicht allen den Garaus macht? Keiner. Foltest hat nicht nur meine Mutter geschändet. Er paktiert auch noch mit den Nilfgaardern. Der König hat eine ganze Armee, du dagegen nur ein paar tapfere Getreue und deine Ehre. Jeden Moment kannst du alles verlieren. Wähle. Hört ihr das, Männer? Der König hat uns den Hexer geschickt. Er will, dass wir uns ergeben, dass wir Ehre und Stolz vergessen. Schande oder das Schwert des Hexers. Wollt ihr so leben? Wollt ihr vor Foltest den Nacken beugen? Niemals! Bitte sehr, Hexer. Sie wollen nicht. Erledigen wir das unter uns. Von mir aus. Zieht euch zurück! Ich glaube, meine Amme hat mir Geschichten von dir erzählt, wenn ich nicht einschlafen konnte. Am liebsten mochte ich die von Renfri und ihren Räubern. Ich will mich mit ihr messen, seit ich erwachsen bin. Deine Träume haben sich erfüllt. Bringen wir es zu Ende. Vernichtet die zurück! Linien! Der gehört mir! Ich glaube, der wird schwer genug werden, auch ohne seine Männer. Mann, der haut mir aber auch Leben runter, das ist... Nee, das war so klar. Mann. Zweite Tod. Der berühmte Geralt von An. So, mal Schluss gucken. Mit die- Wer? Keine. Hört ihr das? Kommen wir ja hier doch irgendwie noch raus. Streck die Waffen, du Narr. Das ist kein Spiel. Und deine Leute müssten nicht sterben. Ergib dich und der König lässt dir Gnade widerfahren. Meiner Mutter hat er schon genug seiner Gnade widerfahren lassen. Und darum willst du was tun? Dich ins Schwert stürzen? Fliehen? Erst hat er sie zur Metze gemacht und sie dann vor den Augen des gesamten Königreichs verstoßen. Wahr? Und weder ein Massaker noch eine Heldentat kann daran noch etwas ändern. Also streck die Waffen. Wenn meiner Mutter was zustößt, dann stirbst du! Ja.
Arjan Lavalette hat die Waffen gestreckt. Respekt. Hast du ihn gesprochen? Kurz. Dann brachten sie ihn zur Folter. Verräter haben's nicht hübsch. Erzähl. Ach, richtig. Was ist eigentlich aus dem Drachen geworden? Er hat die halbe Burg zertrümmert, einen Haufen Soldaten getötet und sich dann davongemacht. Wohin? In Richtung Edirn. Mehr weiß man nicht. Wir sind ihm um Haaresbreite entgangen. Arjan Lavalette hat die Burg aufgegeben. Macht schon auf! Und der Baron lebt? Ja, er lebt. Ich bin nicht rachsüchtig. Macht auf, und wenn ihr vor eurem König kniet, lasse ich Gnade walten. Wir sitzen fest. In der Tat, meine Magie hilft dir nicht. Und gerade setzt die Hauptstreitmacht auf Boten in die Stadt über. Kehren wir ins Zelt zurück. Im Lager ist es jetzt angenehm leer. Hab genug für heute. Verlockend. Da, königliche Spezialverbände. Wir wollen ihn sehen! Du zweifelst an meinen Worten, du Hund! Öffne sofort das Tor! In der Stadt wird weiter gekämpft. Ein Großteil unserer Leute hat in Fischerbooten den Fluss überquert und ist in die Stadt gelangt. Sie brandschatzen, schänden und plündern. Lavalettes Leute verteidigen sich weiterhin im Tempelbezirk. Was ist mit der Baronin? Lebendig gefangen und in Sicherheit. Man hat ihr doch hoffentlich kein Haar gekrümmt. Ganz nach euren Anweisungen. Ihr fehlt nichts. Sie ist schön wie eh und je. Die Kinder sind allerdings nicht bei ihr. Aber du weißt, wo sie sind? Im Kloster. Doch wir überblicken das Gelände noch nicht. Schnell, rüber! Der König! Ach, wie schon. Sie überwinden das Tor! Was soll ich denn tun? Ihn mit dem Schwert. Ja, nun lauf doch mal. Eidechse doch beinahe die Belagerung versaut. Die Schlacht wird sie schon vertreiben. Drache oder nicht, mich interessiert nur, wie diese Sache ausgeht. Okay. Ich hätte ja gerne noch mehr gezeigt, aber die Stunde ist wieder rum.
Von daher bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Und ja, wenn ihr wollt, dann sehen wir uns